Okay, ich habe euch gerade eben den lieben Misek gezeigt. Ich denke mal, Jack Russell, Michelin, ein super süßer Kerl. Jetzt kommt der geschorene Frodo. Und so einmal komplett entkleidet. Ja gut, der sah natürlich so vorher aus, verfilzt wahrscheinlich und alles. Schauen wir erstmal die Videos an von dem Frodo. Also schon mal verträglich mit anderen Hunden. Das ist schon mal sehr gut. Will das größer machen? Nee, leider nicht. Aber auch der andere sind richtig kleiner, freundlicher Hund. Schön. Neugierig. Ja, da möchte ich hin. Der andere wackelt aber auch. Schon ein Wahnsinn. Erstmal markieren wahrscheinlich. Wichtigste, erstmal markieren, hier bin ich. Schöne Hunde, schöne Hunde. Schöne Hunde. Ach nee, auch der hier. Süße Fratzen. Eigentlich kann man jeden Hund nehmen. So, jetzt gucken wir mal. Erstmal vielen Dank, Georgi Berger und Liana als Rettungspaten. Oh, einmal geschoren. Ach, das sieht aber klasse aus. Schön. So, jetzt schauen wir mal, was wissen wir über dich, lieber Frodo. Also, Rüde Frodo. Kleines Mittel, ja, würde ich sagen. Geburtsjahr circa 2021, kastriert, ja. Frodo wurde am 17.05.23 völlig verstört und verwahrlost aufgefunden und ins Tierheim nachgebracht. Die ersten Wochen war er sehr misstrauisch und zurückhaltend, aber inzwischen ist er aufgetaut und genießt die Zuwendung. Erst vor kurzem konnten wir ihn scheren lassen, ja, am Anfang schwer. Wobei es sich dann einige Hautprobleme zeigten, die von uns behandelt werden. Ja, sieht man ganz genau hier. Ein Pilz oder sowas, ja. So, das Tierheim hat ihn mit Spezialshampoo mehrmals baden lassen und die Kahnstelle mit einem Spray behandelt. Die Kahnstellen sind aber wieder gerötet. Sind aber weder gerötet noch entzündet, okay. Inzwischen wächst das Fell wieder nach und die Kahnstellen sind schon kleiner geworden. Es liegt die Vermutung nahe, dass Frodos Haut unter dem starken verfilzten Fell nicht atmen konnte. Ja, irgendein Pilz oder sowas, genau. Ist nichts Schlimmes, aber toller, schöner Hund. Ja. Auch Frodo kam über die Tier. Das ist der. Frodo ist jetzt. Wo ist der? Im Tierheim. Der ist im Tierheim. Bielefeld, okay, der Text ist vom Tierheim Bielefeld. Da schauen wir mal Frodo. Können wir die suchen? Nein, leider keine Suche. So, jetzt schauen wir mal Frodo. Ach, da haben wir doch den lieben Frodo. Also, so. Frodo ist in Bielefeld seit März 24. Der wuschelige Frodo wartet bereits einige Monate auf ein neues Zuhause. Im Kern ist der kleine Mann ein wahnsinnig lernwilliger Typ, der bei mangelnder Führung und Kommunikation selten seitens des Menschen doch gern ein wenig Hochwasser bekommt. Ja, okay. Er hat das Potenzial, ein ordentlicher Leinenpöbler zu sein, lässt sich aber gut ansprechen und dann problemlos an andere Hunden vorbeiführen. Okay, das ist also noch zu werden. Bei fremden Menschen entscheidet die Sympathie. Diese kann aber auch durch Leckerchen aber deutlich unterstützt werden. Frodo ist definitiv für sportliche Menschen geeignet und würde sich über den Besuch einer Hundeschule sehr freuen. Lernen und Bewegung, das ist genau sein Ding, ja. Für Menschen aber auch wichtig. In der Wohnung ist Frodo angenehm ruhig, das ist sehr gut. Im Freilauf ist er sehr verträglich. Allerdings möchte er sein Zuhause und seine Menschen nicht mit Artgenossen teilen. Okay, kein Problem. Schön. Nö, ist ein schöner Hund. Klasse. Also das Fell, der gewachsen ist,
Richtig, richtig. Ich meine, so gefällt mir auch so nackt. Also, Frodo, ja, 3, 4 Jahre alt, verträgt sich mit anderen Hunden, muss aber nicht unbedingt ein anderer Hund dabei sein, muss noch etwas an der Leine lernen. Gut, das kenne ich selber auch. Das ist von Mensch auch anders. Er ist komplett rasiert, ist aktuell im Tierheim in Bielefeld. Ich glaube, da war ich auch schon mal, hatte in den gebracht. Ich meine schon Tierheim oder Paderborn. Genau, da war ich schon mal für den Tierschutzverein Hundefreunde e.V. unterwegs. Da haben wir aus Polen Hunde geholt, offiziell natürlich, und dann verschiedene Tierheime gebracht, die noch Platz hatten und vermitteln wollten. Genau. Das war aber nicht, das ist schon ein paar Jahre her, so 10 Jahre oder sowas, genau. Ja. Also, wer Interesse an Frodo hat, die URL verlinke ich in der Beschreibung unten. Genau, und einfach da melden. Auch mal die anderen Hunde anschauen hier beim Tierheim, Tierschutzverein Bielefeld und Umgebung e.V. Auch mal gerne die Hundefreunde Ich will leben e.V. Webseite besuchen. Oder ein paar andere Videos von mir anschauen. Es gibt genug tolle Hunde. Man findet eigentlich immer einen passenden Hund, der zu einem passt. So, mein Frodo. Ich wünsche dir alles Gute. Wo bist du? Wo bist du denn jetzt? Ich wünsche dir alles Gute. Du wirst schon jemanden finden. Tschüss.